Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Photoshop-Tutorial von Photographisch. Wie auf meiner Facebook-Fanpage angekündigt, der Link dazu steht wie immer unten in der Videobeschreibung, ist das heutige Thema passend zur Jahreszeit Halloween. Und zwar möchte ich euch zeigen, wie man mit ganz einfachen Schritten eine Fratze in einen Kürbis schnitzen kann und noch einen kleinen Feuereffekt hinzufügen kann, so wie bei diesem Bild hier. Und eigentlich alles, was wir dafür brauchen, ist etwas Know-how in Photoshop und zwei Bilder eines Kürbisses. Die bereits freigestellten Dateien findet ihr im Download-Bereich meiner Homepage www.photographisch.de, wo ihr sie euch problemlos herunterladen könnt und das Tutorial nachmachen könnt. In Photoshop werden wir dann ganz gemäß Halloween zunächst einmal unseren Kürbis enthaupten. Das machen wir ganz einfach mit unserem Lasso-Werkzeug, indem wir eine nicht ganz gerade, also eine ruhig etwas zackigere Linie um den Bereich unseres Kürbisses malen, den wir loswerden wollen. Anschließend drücken wir die Entfernen-Taste, um den Bereich aus unserem Bild hinauszulöschen. Lösen die Auswahl auf. Dann ziehen wir unsere bereits freigestellte Deckelebene in unser neues Projekt. Diesen Deckel gibt es natürlich freigestellt, so auch im Download-Bereich meiner Homepage. Dann werden wir mit der STRG-T-Taste den Deckel etwas transformieren und drehen, sodass es aussieht, als würde er gerade von dem Kürbis fliegen. So, schon ganz gut. Ziehen wir hinter unsere Ebene. Sieht schon ganz gut aus. Anschließend geht es darum, Augen und Mund in den Kürbis hineinzuschnitzen. Das habe ich schon mal vorbereitet, da dies einfach Geschmackssache ist und ihr das ganz nach eurem Gusto machen könnt. Einfach wie eben, Lasso-Werkzeug umranden und dann auf Entfernen drücken, so dass ihr die Form habt. Nun sehen wir allerdings, dass es etwas undreidimensional aussieht. Daher werden wir zunächst eine Schlagschattenebene hinzufügen. Das machen wir, indem wir mit Doppelklick auf unsere Kürbisebene klicken. Schlagschatten, Deckkraft ruhig 100, Farbe wählen wir Orange, Größe 0, um einen sehr, sehr harten Schlagschatten hinzuzufügen, und bei dem Abstand gehen wir circa auf 80 Pixel. Bestätigen das mit OK und wir sehen, dass wir nun einen Schlagschatten gebildet haben, den wir allerdings hier am linken Rand nicht haben wollen. Daher gehen wir mit der rechten Maustaste auf Effekte, Ebene erstellen. Okay, und wir sehen, dass unsere Schlagschattenebene separiert wurde und wir diese jetzt auch separat bearbeiten können, indem wir eine Ebenenmaske erstellen mit schwarzer Pinselspitze, über die Bereiche fahren, die wir nicht gebrauchen können. So, und schon haben wir einen schönen Schlagschatten hinzugefügt. Allerdings geht es jetzt noch etwas weiter mit unserer 3D-Ebene, indem wir eine neue Ebene hinzufügen, Lasso-Werkzeug. Und nun müssen wir die Kanten unserer Bildebene mit den Kanten unserer Schlagschattenebene verbinden. Und mit einer etwas dunkleren Orangefarbe ausfüllen. Das machen wir quasi an jeder Kante. Und wir können gleich sehen, wenn man hinauszoomt, dass das Ganze dann schon um einiges mehr 3D wirkt. Jetzt nehmen wir eine etwas hellere Farbe vielleicht und wählen dann die Kanten, die etwas seitlicher liegen. So, ich mache das jetzt nur an zwei Beispielen, damit ihr sehen könnt, wie das Ganze zustande kommt. So, und wir sehen, wenn ihr jetzt auf die beiden Linkszähne links oben achtet, dass der ganze Effekt recht dreidimensional wirkt. Ich habe da auch schon mal was vorbereitet, daher kann ich die beiden Ebenen jetzt wieder löschen, weil das etwas den zeitlichen Rahmen des Tutorials übersteigen würde. Und hier sehen wir im Prinzip das Resultat, wenn man das an allen Kanten macht. Nun brauchen wir noch einen kleinen Hintergrund unseres Kürbisses. Dazu werden wir wieder eine neue Ebene öffnen, wählen unser Verlaufswerkzeug von hellorange zu dunkelorange, sodass wir quasi einen Leuchteffekt in unserem Kürbis erzeugen. Dann gehen wir auf wieder eine Ebene Maske, Steuerung I, um diese zu invertieren, um die Farbe komplett rauszulöschen. Dann wählen wir eine weiße Pinselspitze und malen über die Bereiche rüber, die quasi
den Hintergrund benötigen. So, und schon haben wir unseren Kürbis geschnitzt und schon mal etwas beleuchtet. Als nächsten Schritt werden wir nun unseren Kürbis anzünden. Dafür werden wir zunächst eine Hintergrundebene erstellen mit schwarzer Farbe, sodass das Ganze auch etwas düster aussieht. Dann gehen wir auf eine Feuerebene, ein Bild, was ich auch im Internet gefunden habe. Je nachdem, was für Feuereffekt ihr haben wollt, googelt einfach Flames oder Flammen oder Feuer, was auch immer. Wichtig ist nur, dass das Feuer vor schwarzem Hintergrund ist. Ihr werdet auch gleich sehen, warum. Das Feuer ziehen wir jetzt in unser Projekt hinein, unter unsere ausgeschnitzte Kürbisfratze. Skalieren das Ganze etwas kleiner, bestätigen das mit Enter. Und nun seht ihr auch, warum wir den schwarzen Hintergrund brauchen. Jetzt ändern wir nämlich den Ebenenmodus auf negativ multiplizieren. Das bedeutet, dass die schwarzen Ebenen oder die schwarzen Flächen hinter unserem Feuer quasi hinausgelöscht werden. Mit einer ebenen Maske und schwarzer Pinselspitze können wir jetzt noch die Bereiche wegmalen, die quasi nicht sichtbar sein sollen. Und jetzt haben wir quasi schon einen Hintergrund, ein inneres Feuer in unserem Kürbis geschaffen. Als nächstes können wir vielleicht eine weitere Feuerebene nehmen. Ich nehme einfach mal diese Flammen, ziehe diese wieder in unser Bild hinein, ändere den Ebenenmodus auf negativ multiplizieren. Anschließend läuft das Ganze einfach mit Steuerung T skalieren. Allerdings muss diese Ebene jetzt natürlich über unserer Kürbisfratzenebene liegen. So. Bisschen drehen. Bestätigen mit Enter. Anschließend können wir noch auf Bearbeiten, Transformieren und Verkrümmen gehen, um das Ganze vielleicht noch etwas dynamischer aussehen zu lassen, als ob der Kürbis wirklich gerade fliegt und das Feuer quasi durch den Fahrtwind so ein bisschen nach hinten gedrängt wird. Bestätigen das mit Enter. Und das können wir natürlich jetzt mit Flammen machen, mit mega vielen Flammen natürlich, je nach Geschmack. Und dann sieht das Ganze nämlich irgendwann so aus. Und das ist im Prinzip dann schon der Feuereffekt unseres Kürbisses. Anschließend, um das Ganze vielleicht noch etwas realistischer aussehen zu lassen, können wir noch einige Brandstellen an unseren Kürbis hinzufügen. Das heißt, wir werden unseren Kürbis markieren, gehen auf Nachbelichterwerkzeug, Mitteltöne, Belichtung, sagen wir mal 16%. Und dann können wir im Prinzip die Kanten hinübergehen, die etwas abgedunkelt werden sollen. Können wir bei Belichtung sogar ruhig auf 35% gehen. Und wir sehen, dass wir so die Kanten sehr schön abdunkeln können. Ruhig noch höher. So, dann sieht das Ganze nämlich so aus, als würde das Feuer auch einen gewissen Schaden anrichten. So, das sieht auch schon ganz gut aus. Genau, so wird das nämlich. Das Ganze machen wir natürlich auch bei unserer Deckelebene, weil die auch nicht vom Feuer verschont werden soll. Und schon haben wir einen recht düsteren Halloween-Effekt. Den Hintergrund könnt ihr natürlich gestalten, wie ihr möchtet. Ich hoffe, ich konnte euch damit etwas weiterhelfen. Besucht mich auf meiner Facebook-Fanpage oder auf meiner Homepage. Die Links stehen alle unten in der Videobeschreibung. Auf Wiedersehen.